Hallo und herzlich willkommen zu Battlefront 2. Ich wollte mal testen, wie das so aussieht im Ego-Shooter-Bereich. Früher war ich da nicht so gut drin, aber wir versuchen jetzt erstmal mit Einzelspieler die Mission durchzumachen, also diese Kampagne, ne? Okay. Hauptstory ausgewählt. So. Neue Kampagne starten. Ich hatte es schon mal angespielt. Von daher, neue Kampagne starten. Kampagne spielen. Entdecker passt. So, dann geht's los. Bin gespannt. Es ist ja nicht so, als ob mein Computer schlecht ist. Geht's los? Geht's jetzt los? Geht es jetzt los? Nö. Die Balken gehen wieder runter. Und dann gehen die Balken wieder hoch. Ja, in Zukunft werde ich das wohl überspringen müssen. Oh Mann. Aha. Ich dachte jetzt, jetzt kommt wieder der ganze Vorspann. Okay. Captain, she's highly trained. Deception, infiltration, extraction. She's special forces. Warte. Soll ich die Untertitel? Geht nicht. Ach. Müsste halt zuhören, ne? Inferno Squad. Commander Versio. He must be important. Look at me. So let's talk facts. That's what I'm here for. You have the activation code. I've got the ability to help you out. Just give me the code. You know we can really use someone like you. Just help me and I'll help you. It's that easy. I'm gonna get what I want eventually. My best technicians are slicing into your droid right now. Take on my offer. All I want is the code. The Empire's time has come. You don't have to go down with it. You're right. The Empire's time has come. Ooh. VZ-626. ID-10 tactical droid. You're way more advanced than the ID-9. Slicing into you is not going to be easy. Might I suggest a less invasive procedure? Wish I could, but we don't have the droid's access code. Ich finde das toll gemacht. Might I suggest finding the access code? The captain's working on that in the detention center. Until then, the only way to access this droid's data is to pry the memory core out of its shell. Analysis shows this ID-10 has been modified with an electroshock probe. Which can't do anything if the droid is deactivated. Until it hears the access code, this ID-10 can't do a thing. Please, just let me work in peace. Okay, versucht den Droiden zu reparieren. Welchen Droiden? Droiden. Nicht Droiden.
Ja, mach hin, Alter. Jetzt? Kann ich was machen? Kann ich den... Warte. So. Irgendwas muss ich machen, ne? Drei, warte. Nein, das war zu offensichtlich. Das konnte ich nicht verstehen. Ich musste die 3 drücken. Okay. Ich bin also jetzt so ein Droide. Okay, da ist was. Okay. Okay, das ist wohl der Kommando. Okay, weiter geht's. Zum nächsten G. Oh. Da bin ich. Okay. Okay, aber wo genau bin ich? Den Zellenblock erreichen. Okay. Dann gucken wir noch das Ding an. Höre ich da im Hintergrund nicht immer C3PO reden? Okay. Na gut. Und dann soll ich jetzt da oben hin? Okay. Was kriege ich noch hin? Da jetzt runter, ne? Also woanders geht's nicht lang. Oh Mann. Oh oh, das sieht gefährlich aus. Gucken. Okay, was mache ich denn jetzt? So, wenn ich 3 drücke, kann ich den... Kann ich jemanden schocken, ne? Also, machen wir erstmal die Tür auf. Hey, how's that decryption coming along? Command is expecting updates before Endor if possible. Bin geschockt. Deckung gehen. Gucken, gucken. Da ist keiner. Lang. Lang. Komm. Ist auch weg. Da hoch. Oh, da wird's eng. Da wird's eng. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, warte. Sorry, ans Mikrofon gekommen. Ich da oben. Oben hin. Da muss ich hin. Dahin schleichen. Ja, konnte. Zack und rennen in die gute Stube. Ja, gute Stube. Die Richtung, ne? Okay. Geht ja nur in die Richtung. Nicht weiter, wie eben auch. Au! Das war nicht gut. Da lang. So. Ah, Luft!
Ne, wir sind hier im Weltraum, oder? Ne, da ist ein Schild. Also noch Luft. Gut. Ja, wo müssen wir dann jetzt hin? Okay. Erstmal getarnt irgendwo rumfliegen. Aha. Dumm gelaufen, ne? Oh, oh. Er hat mich erkannt. Ah, er hat mich erkannt. Hilfe, Hilfe. Ich geh hin. Erstmal in Deckung gehen. Nee. Oh. Weg. Autsch. Treffen mich ja immer noch. Hallo. Bitte. Ich bin in Deckung. Wieder ans Mikrofon gekommen. Mann, oh Mann. Jetzt schwierig. Bin ich noch getrackt oder nicht? Was ist jetzt, wenn ich E drücke? Okay. Dann sehe ich, wo die sind. Okay. Die sind überall. Boah! Und ich sagte noch, sie sind überall. Entscheidung, da vorbeizugehen? Ja, doch schon, ne? Ich hätte den nicht paralysieren sollen. Das war das Problem. Genau. Abriegelung deaktiviert. Ja. Hier welche? Keinen. Okay. Oh, oh nee, da ist einer. Nicht gut. Dann läuft er hoch. Gut, sehr gut. Jetzt machen. Warte. Okay. Wie krieg ich den da oben weg? Gute Frage, ne? Jetzt. Reindrücken. Geschafft. Hier rein. Hoch. Und dann wieder G drücken, ne? Ui. Spannend, oder? Das da unten muss ich erreichen. Sind doch bestimmt wieder solche Fallen eingebaut, oder? Oder auch nicht, ne? Okay. Oh! Bin bei Jane angekommen. Gerade rechtzeitig. So, ich spiele jetzt Jane. Jane Erso. Once I've located and destroyed the stolen Imperial message, I will signal for extraction. Okay. Okay. Hey, that's enough. You're locked up until after Endor. After that, we'll figure out what to do with you. So, until then, sit down and be quiet. Weil ich glaube, ich hab keine Waffen, ne? Kann den doch schleichen. Aha. Also.
Okay. Hat funktioniert. Bin ja besser als ich dachte. Abwarten, abwarten. Normal stürme ich immer durch und. I understand, Commander. This is Admiral Akbar, calling the Invincible Fame. By now, you are aware of the beacon directing Alliance ships to the Galan system. With this ruse, we will divert the Empire's away from the rebels. Still think we don't know about the Gute. Bin ich jetzt der Böse? Was haben wir denn hier? Was muss ich hier drücken? G. Also wie immer. Okay, Knarre erreicht. Okay, hier auch G. Und jetzt geht's wahrscheinlich drum. Muss ich jetzt schießen oder? Kann ich die so kaputt machen? Oder runterziehen? Weiß es nicht. Machen wir mal. Wir schleichen mal, ne? Genau. Immer eine gute Idee. Mach jetzt. Muss da durch. Hopp. Ran. Boah, fast tot. Das ist gut. Ja, ja. Ah, Mann, so habe ich das mir nicht vorgestellt. Man sieht wieder, wie ich angespannt bin. Okay. Die Richtung. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Meep, meep. Cool. Okay. Sag mal, der dreht sich hier weg. Wenn ich nochmal. Okay. Okay. So weit, so gut. Und nun? Zwischensequenz. Kann ich nichts ändern. Okay, gucken wir noch mal in die Optionen rein. Gibt's denn da bei Gameplay Sicherheit? Nein, ich suche ist das vielleicht bei Audio? Untertitel, ja, nein. Beginning preparations. I'll secure a blaster and reach the extraction point. Okay. Dann könnt ihr das lesen, auch wenn ihr kein Englisch könnt. Okay, ich muss jetzt. Oh, es gibt eine neue Waffe, sehr schön. Aha. So ist der Corvus. Slice it, droid.
Okay. Junge, Junge. Geht ja ganz schön ab hier. Ich hasse das, wenn ich mich durchschießen muss. Die ducken sich weg. Wie geil ist das denn? Oder? Hey. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie direkt hinter mir. Leben noch, ne? Ballert hier auf mich. Oh, ich glaube, es geht los. Hä? Hä? Da oben? Ich sehe da oben gar keinen. Da komme ich natürlich nicht hin. Ach egal, komm. Droid, go. Ich hier kaputt gehe. Alles gut? Gut. Könnte eng werden. Puh. Hier regenerieren. Falsche Richtung, ne? Mist. Shot ohne Ende. Da weiter? Nö. Oh, nö. Ach, komm jetzt. Irgendwo rechts. Am. Oh. Au!
bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss weg, ich muss weg! Komm doch bestimmt wieder, oder? Dachte ich mir doch. Ah, es war knapp, oder? Oh, nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, geschafft. Wie knapp war das denn? Es ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt die Folge beende, kann ich denn da weitermachen? Oder muss ich von vorne anfangen? Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. I can wait. Agent Miko, those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. Hope the landing wasn't too rough. Been through worse. Remember the job toll gemacht, der Brücke. Still haunts my dreams. Contact the Admiral. Yes, Commander. And the message? The fleet's location is still safe. Today, the Rebellion dies. Okay, ich denke, hier kann man einen Schnitt machen. Weil da wird auf jeden Fall irgendwo ein Speicherpunkt gemacht werden, oder? Warte, warte. Das Ding kenne ich doch. Das war ein harter Schnitt, ne? Von Rogue One zu Endor? Get me Inferno Squad now. Nein, die Brücke stimmt nicht. So cool. Ich finde das so cool. Warum kann man nicht mal einen Star Wars Film machen aus Sicht von imperialen Truppen, wie sie gegen Rebellen kämpfen? Das würde ich so geil finden. Normalerweise sind ja immer die Imperialen die ja, Opfer. Diese gesichtslosen und gefühlslosen Opfer. Das hier hätte echt Potenzial. Okay, gut. Sag ich mal, hier mache ich mal einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Der alte Mann spielt Battlefront 2. Tschüss.